Jetzt. Moin, liebe Freunde des Kartenspiels, und willkommen zurück zum letzten Part dieser Aufnahmesession zu Yu-Gi-Oh! Cups im Monster Colosseum. Wir kämpfen gegen Marek Ishtar im dritten Bereich. Es ist der letzte Kampf dieses Bereiches. Ich habe mir gerade nochmal ein Käffchen gemacht. Und, ja. Schauen wir mal, wie es wird. Bist du, Pharao? Bist du bereit, alles zu verlieren, was dir lieb und teuer ist? Marek Ishtar. Ich spüre unglaubliche Kräfte in den Tiefen seiner Seele. Pharao, ich habe auf dieses Duell viele tausend Jahre gewartet. Ist klar. Und ich werde nicht eine Sekunde länger warten. Ich verstehe. Wenn dieses Duell schon seit ewigen Zeiten vorherbestimmt ist, dann gibt es für mich keinen Weg, diesem Duell auszuweichen. Dein Ende ist nah, Pharao. Zeit für ein Duell, Marek! Ja, dass Yugis alter Ego ein Pharao ist, ich glaube, das brauche ich nicht großartig sagen. Oder war, vor 5000 Jahren. Im Japanischen sind es, glaube ich, nur 2000 Jahre. Warum auch immer. Aber er war mal ein Pharao. Ein großer Pharao. Der die ultimative Finsternis und das Spiel der Schatten eingesperrt hat. Uweia. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Er greift natürlich als erstes an. Okay, Marek. Du willst es also wissen. Gut. Dann wollen wir erstmal gucken. Es kann nämlich sein, dass die Felder Einfluss nehmen, sag ich jetzt mal. Anscheinend nicht. Schade. Wäre schön gewesen. Wir fangen unten an. Jo. Ich würde jetzt gerne wissen, ist das Finsternisfeld durch mein Symbol jetzt verstärkt? Dass wir jetzt eine Stärke von 60 haben, das wäre natürlich gut. Und dann könnten wir theoretisch unseren Rotauge entwickeln. 650 Punkte haben wir zur Verfügung. Geil. Finde ich gut. Ich nehme meinen Rotaugen auf jeden Fall mal mit. Auf jeden Fall. Dann unsere beiden Kuribos. Haniwa. Den kleinen Drachen. Die Motten. Und Feuergras. Beziehungsweise. Ich glaube, ich werde auf einen Wurm verzichten. Zugunsten eines Weißen. Damit die nämlich auch mal langsam hochkommen. Natürlich manuelle Platzierung, ist ja klar. Erstmal will ich wissen, ist das Finsternisfeld jetzt auf 60 oder nicht? Nein. Trotzdem setze ich mein Rotauge. So, dann Kuribo. Dahinter positioniere ich Haniwa. Er wird ein Nachteil sein. Der kleine Drache, den werde ich aber neben Feuergras positionieren. Denn es kann vielleicht schon sein, dass wir die fusionieren können. Das wäre natürlich geil. Aber ich bin mir da gerade echt nicht sicher. Und unseren zweiten Kuribo dahinter. Es wird jetzt gerade ein Heiden durcheinander. Ich weiß, es tut mir leid. So, dann da unsere Larve, die kann sich nämlich weiterentwickeln. Und natürlich unsere hoffentlich ultimative Kampfmaschine, der weiße Drache mit eiskaltem Blick. Jedenfalls hoffe ich, dass er sich hier als ultimative Kampfmaschine erweist. Ansonsten bin ich sehr enttäuscht. Na, dann zeig mal, was du hast, Marek. Einmal Finsternis, zweimal Finsternis, dreimal Finsternis. Viermal Finsternis, einmal Wasser, zweimal Wasser, einmal Donner. Aha. 4, 2, 1. Na, dann fangen wir an. Lasst das Duell des Schicksals. Aha. Ist übrigens auch eine bekannte Synchronstimme.
die tritt auch ziemlich oft auf. Er spricht zum Beispiel den Dennis in Far Cry 3 und er spricht Colonel Cameron Mitchell in Stargate ab Staffel 9. Tja, woher weiß er das bloß? Naja, da ich Stargate gesuchtet habe, mir nichts Gutes. Und es eigentlich auch bekannt ist, dass ich Stargate gesuchtet habe, wie bescheuert. So, einmal die Larvenmotte, die wird sich dann nämlich zur großen Motte entwickeln. Erstmal holen wir die kleinen Monster hervor. Wir haben so viele Aktionspunkte zur Verfügung, da müsste auch der Weiße mit auskommen können. Klar, jetzt nicht unbedingt, aber das wird noch. Kleinen Drachen setzen wir frei. Und das Feuergras. Und damit hat sich das für den Rotauge auch gerade erledigt. Gut, dann gucken wir mal, was Marek jetzt macht. Ich bin dran. Worüber freut er sich so? Nur weil er dran ist? Na gut, wenn du sonst nichts im Leben hast, worüber du dich... Ah! Ein alter Bekannter. Noch einer. Oh. Das wird gefährlich. Ach, er hat Soa. Guck an. Von ihm habe ich Soa? Okay, das überrascht mich jetzt gerade etwas. Okay, leider keine Fusion. Schade. Keine Entwicklung. Jetzt bin ich gerade doch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich hätte jetzt gedacht, man könnte ihn endlich mal weiterentwickeln, aber nein. Er lässt sich nicht entwickeln, die Sau. Gut, dann packen wir jetzt unseren Weißen aus. Ich merke jetzt übrigens gerade, dass ich den Weißen eigentlich ziemlich beschissen positioniert habe. Aber naja, gut, das muss nicht unbedingt schlecht sein. So, die letzten Punkte werden wir hoffentlich sinnvoll anlegen. Einmal Haniwa. Perfekter Block. Und einmal der kleine Drache, ebenfalls einen perfekten Block. Das ist hier jetzt echt ärgerlich, dass sich der kleine Wurm immer noch nicht entwickeln kann. Also braucht er weiterhin 30 Waldgelände, so wie es aussieht. Okay, gut zu wissen. Oh! Den habe ich, glaube ich, auch nicht. Kann das sein? Ich glaube, den habe ich nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich muss kurz mal gucken. Bolzenpinguin. Ich glaube, den habe ich nicht. Ja, der hat tatsächlich Soa. Interessant. Soa ist ein ziemlich gefährliches Monster. Wie er ja zweifelsohne bewiesen hat. Rotauge, du kannst dich auch nicht entwickeln, ne? Habe ich mir gedacht. Ist aber nicht schlimm. Dann geht du mal einen Schritt nach vorne. Genauso auch der Weiße, der zieht mit dir mal mit. Der weiße Drache mit eiskaltem Blick. Und mit der Raupe muss ich mal zusehen, dass ich die sonst irgendwie auf ein Feld kriege, wo, 1, 2, 3, 1, 2. Langsam. Wir wollen hier nicht zu voreilig vorgehen. Na komm, Marek. Oh. Kein guter Anfang. Oh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, er lässt sie weiterlaufen. Ich bin im Vorteil. Ich werde dieses Duell schnell beenden. Yugi, wir sind nicht im Vorteil. Schön wär's, wenn wir im Vorteil wären, sind wir aber nicht. Kann er ihn weghauen? Na, oh, der haut ihn nicht mal weg.
Was ist das denn? Das ist ein richtig gefährliches Scheißvieh. Es kann 3 Felder laufen und 2 Felder angreifen, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann werde ich den Drachen mal ein Feld zurückziehen. Das kam wirklich sehr unerwartet. Ich setze mal meinen Kuribo dahin. Und meinen anderen Kuribo dahinter. Eieiei, das wird eine gefährliche Runde. Das wird nicht einfach. Ich habe Marek tatsächlich unterschätzt. Muss ich ehrlich zugeben. Nein, du bleibst schön da. Ich lasse dich da mal stehen. Oh oh, das wird eine interessante Kiste. Wird es der erste Fehlschlag? Der zweite Fehlschlag, meine ich. Am Anfang der Session, das lief ja auch nicht so gut. Hey, mir jagst du keine Angst ein. Ist ja gut, Marek, beruhig dich. Ja, es war klar, dass er den angriff. Warum änderst du ständig die Kamera, Mann? Lass doch mal die Kamera sein. Ja, ist klar, dass Kuribo einstecken muss. Wenn du nicht mehr Schaden anrichten kannst, wirst du mein Monster nicht erledigen. Oh, der andere Kuribo auch. Oh. Aber beide überleben. Schwer verletzt, aber sie überleben. Ein heftiger Schaden, aber in der Tat, in der nächsten Runde kann es zurückschlagen. Aha. Es wird aber mutig. Er greift mein Honeywar an. Interessant. Dass er ständig die Dings beeinflussen muss. Jo. Damit ist das Monster schon mal aus dem Weg geräumt. Tschüss, Bolzenpinguin. Du machst die Dinge interessant, Pharao. Danke. Verabschiede dich von deinem Ryukishin. Platziere ich mal da. Du kommst nach oben. Kuribo. Kriegst du das hin? Ja! Hervorragend! So ähnlich hatte ich es mir vorgestellt. So, der kleine Drache kommt dahin. Moment! Warum kann ich dich hier... Ah! Ha, 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 ha. Wir haben ein Waldfeld, Freunde. Entwicklung! Die große Motte. Oh, wird die stark! Schönes Ding. Und sie kann gut angreifen. Wunderbar. Ja! Wir kriegen unsere erste große Motte, Freunde. Also Level 4 und 30 Wald muss sie haben.
dann entwickelt sie sich. Gut zu wissen. Damit kriegen wir unsere erste große Motte. Geil. Schönes Ding. ...250 Punkte. 3 Felder kann sie gehen und 2 angreifen. Hohoho. Geiles Monster. Ja, Marek hat 3 Monster... Habe ich richtig gezählt? 3 Monster. Bolzenpinguin, Ryukishin, der erste. Ja, und sein Zoa. 3 Monster und dann gleich so 2... Und dann gute Monster hat er verloren. Ich glaube, das Bolzenvieh habe ich auch gar nicht. Na, was greift er an? Mein Kuribo war klar. Ja, hau ihn ruhig weg, ist kein Problem. Ist okay, kann ich mitleben. Ist zwar schade um ihn, aber trotzdem ist es verkraftbar. So. Na dann zeig mal, was du kannst, meine Motte. Du kannst deinen ersten Angriff starten. Gegen Ryukishin. Oh, 114 Punkte, immerhin. Das ist schon mal ein bisschen was. Oh. Na, kleiner Drache, machst du mich stolz? Jawohl. Sein zweiter Ryukishin ist auch platt. Nicht schlecht. Ja, du bist besser als ich dachte. Tja. Kommt dabei raus, wenn man seine Gegner unterschätzt, mein Freund. Ah, 2 Felder laufen, 2 angreifen. Okay. Du kannst deinen Effekt eh nicht mehr einsetzen, aber du kannst kämpfen. Es wird dann zwar wahrscheinlich passieren, dass du drauf gehst, dann ist es halt so. Aber du kannst wenigstens einen Nadelbaum noch wegräumen. So viel dazu. So, der Weiße geht schon mal in Position. Beziehungsweise... Er geht zwar in Position, aber dann eher da. Ah, da steht Haniwa im Weg. Den werde ich mal abziehen. Dann kann nämlich Rotauge auch hochkommen. Wäre ja geil, wenn ich den auf dem Feld dann entwickeln könnte. Das wäre echt der Hit. Dann weiß ich echt alles. So, Feuergras. Ja, für Feuergras wird schwierig, weil das sind jetzt noch Wassermonster, die er hat. Ja klar, er haut mir mein Kuribo weg, soll er. Nee, der überlebt das. Den werde ich gleich sowas von zurückziehen. Aber sowas von. Ja, flieh ruhig mit deinem Symbol. So, dann gucken wir mal weiter. Nee, kann ich nicht entwickeln. Schade. Du könntest angreifen, aber ich habe Angst, dich zu verlieren, Kuribo. Unser Weißer ist schwächer als ein Kuribo. Was halte ich davon? Kann denn... Du kannst dahin. Du kannst auch angreifen. Okay, also wenn wir Glück haben, können wir das Vieh aus dem Weg räumen. Zieh dich zurück, Kuribo. Ich brauche dich noch. Weißer Drache. Attacke. So, eine kleine Drache rückt gleich nochmal nach. Vielleicht schafft er es.
Tatsächlich schafft er es. Sehr schön. Er ist sogar im Vorteil, habe ich gerade gesehen. Sexy. Sehr gut. So, dann drückst du noch ein Feld vor. Falls die Jungs das nicht schaffen sollten, kannst du dann in der nächsten Runde auch angreifen. Und Hannibal rückt einfach mal weiter Richtung Feind vor. Die Motte kann auch nochmal angreifen. Schön. Die ist richtig gut, die Motte. Aber richtig gut. Halleluja. Ja, Feuergras wird hier nicht viel reißen können. Nicht mehr. Jetzt bin ich mal gespannt. Er greift bestimmt meinen Weißen an. Na, schafft er das? Nee, schafft er nicht. Sehr gut. Unser Weißer überlebt das. Gerade so. Sehr gut. Wir haben Marek in der Tasche, Freunde. Sehr, sehr schön. Das ist doch supi. Wenn ich Glück habe, kann unser kleiner Drache ihm den Rest geben. Immerhin ist er im Vorteil. Jawohl. Dann gewinnt für mich den Kampf, für mein kleiner Freund. Der dritte Bereich ist fertig, Freunde. Was sagt man dazu? Ja. Geil. Weggehauen, die Sau. Ah, so macht das Spaß. So spielt man. Was? Was? Ich habe verloren. Dieses Duell des Schicksals ging zu meinen Gunsten aus. Warum? Warum habe ich gegen diesen Amateur von Pharao verloren? Solange du von den Schatten kontrolliert wirst, wirst du niemals in der Lage sein, mich zu besiegen. Tja. Ja, wart's nur ab, Pharao. Das gibt einen ordentlichen Punkteboost für unseren kleinen Freund. Sehr schön. Ah. Kleiner Drache, ganz groß. Oh, 749 Punkte, geil. Und nochmal 54 Erfahrung obendrauf. Jawohl. Kleiner Drache, Hannibal und Feuergras profitieren davon. Sehr schön. Level 4, Level 3 und Level 3. Windort, oh. So, zwei Monster dürfen wir uns nehmen. Ich nehme mir mal deinen Bolzenpinguin und deinen Soa. Ryukishin kann ich mir bestimmt auch so holen. Dann haben wir schon mal zwei Monster, habe ich schon mal Soa wieder. Den haben wir ja für unseren Metall-Soa geopfert. Wir werden jetzt gleich nochmal zu unseren Oppis gehen. Also der Part wird nochmal ein bisschen länger. Ich habe sowieso gleich nochmal ein kleines Experiment mit euch vor. Es könnte nämlich gleich sein, dass gleich die Endcard kommen. Mal gucken. Kommt drauf an, wie ich das technisch hinkriege. Auf jeden Fall ist der dritte Bereich damit abgeschlossen. Das sehen wir uns jetzt gleich nochmal an, das kleine Feuerwerk. Und dann auch, was Oppis hat. Denn unseren Ryukishin müssen wir ja auch nochmal ersetzen. Das sollten wir aber hinkriegen und dann, jo, gucken wir nochmal unsere Monstersammlung an und dann, ja, kommt nochmal das kleine Experiment auf euch zu. Ist nichts Schlimmes, keine Sorge. Der dritte Bereich ist abgeschlossen. Damit kommen wir dann dem letzten regulären Bereich näher. Aber keine Sorge, danach geht's noch weiter. Jetzt gehen wir erstmal in die Eingangshalle, besuchen unseren Opa, der bestimmt noch ein paar Monsterchen für uns hat. Monsterchen? Ernsthaft? Du bist sehr weit gekommen. Ich bin stolz, dein Großvater zu sein. Na, das ist doch schön. Hier sind noch mehr neue Monster. Sie werden dir weiterhelfen. Cool. No, 9221 Punkte. What? What the hell?
So, was haben wir denn jetzt? Den Totenkopfwächter, den brauchen wir leider nicht. Linker Arm der Verbotenen haben wir gar nicht mitgenommen. Hat sich schon gelohnt. Der schwarze Magier, der fehlt uns auch, weil wir den nämlich entwickelt haben. Den guten Mann. Garusis haben wir, das weiß ich. Die haben wir auch, haben wir. Mechanischer Barsch? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob wir den haben. Felsenungeheuer. Masaki, den nehmen wir auch nochmal dazu. Den brauchen wir auch nochmal. Schilddrache, Kurama, doppelköpfiger Behemoth haben wir. Killernadel haben wir, glaube ich, nicht. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Da gucken wir gleich nochmal. Gokimobor haben wir, glaube ich, auch nicht. Den haben wir auf jeden Fall nicht. Das weiß ich. Den haben wir auf jeden Fall nicht. Bolzenpinguin haben wir uns vorhin geholt. Angriffsmaschine. Haben wir, glaube ich, auch nicht, ne? Ich nehme den einfach mal mit. Gut. Dann holen wir uns die Monster nochmal. Kaufen wir. Ich möchte jetzt nur rausgehen und nochmal die Sammlung mit meinen Zuschauern bewundern und dann ist auch Feierabend für heute. Gucken wir nochmal kurz, wie unsere Sammlung jetzt aussieht. Es dürften jetzt ein paar Prozente dazugekommen sein. Alleine schon dadurch, weil wir zwei Monster, die wir zuvor verloren hatten, durch Entwicklung oder Fusion ersetzt haben. 68%. Bei Licht hat sich nichts geändert, aber bei der Finsternis dürfte sich was geändert haben. Genau, wir haben den schwarzen Magier wieder. Der hat sich ja, wie gesagt, entwickelt zum Magier des Chaos. Und, genau, wir haben einen weiteren Teil von Exodia, den linken Arm. Jetzt fehlt uns nur noch der Kopf. Und dann können wir auch mit den Exodia-Teilen anfangen, diese zu entwickeln. Ryukishin fehlt uns noch, aber ich bin mir sicher, dass wir den noch im Kampf bekommen werden, aber nicht mehr heute in dieser Aufnahmesession. Also, was heißt nicht mehr heute, aber nicht mehr in dieser Aufnahmesession. So, wie sieht's hier aus? Da hat sich nicht viel getan. Den mechanischen Barsch haben wir übrigens schon, wie ich gerade sehe. Erdattribut haben wir eigentlich auch. Wind ist jetzt auch nichts Weltbewegendes zugekommen. Killernadel haben wir übrigens, sehe ich hier gerade. Kurama haben wir auch. Aber hier ist was zugekommen, nämlich die große Motte. Schönes Ding. Und der Herkuleskäfer, der ist auch neu. Den hatten wir nämlich, glaube ich, vorher gar nicht. Den brauchen wir auch noch tatsächlich, denn soweit ich das gesehen habe, können wir den mit denen nämlich kombinieren hier, die beiden. Mal gucken. Und Donnermonster. Guck mal, den Bolzenpinguin, den hatten wir gar nicht. Den haben wir jetzt auch. Und die Angriffsmaschine hatten wir auch nicht. Also unser Donner füllt sich langsam. Das freut mich doch. Ja, wunderbar, Freunde. Dann würde ich sagen, wir speichern das jetzt nochmal gemeinsam ab. Wir haben ja jetzt ein paar Monster nochmal gekauft. Und dann bedanke ich mich bei euch für diese erfolgreiche Aufnahme, dass ihr dabei wart. Ich hoffe natürlich, dass es euch bis hierhin gefallen hat. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Session wiedersehen. Hinterlasst gerne einen Daumen nach oben, schreibt ruhig einen Kommentar. Und ja, jetzt kommt die Testphase auf euch zu. Liebe Leute, ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr mich jetzt gucken werdet. Und ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald, bis bald und tschüss und vor allen Dingen bleibt mir gewogen.